am Samstag. Also nicht heute, nächste Woche Samstag, am 2. September. Dann verabschiede dich, Carlitos, von deinem... Das juckt wie Sau gestern Abend und es brennt, also es ist richtig... Willkommen zu einem neuen Video. Ich mache gerade leckere Krakauer. Wir essen zum Mittag heute mal Krakauer im Brötchen oder auch nicht im Brötchen, wie die Kinder das wollen. Und einen Salat mache ich dazu. Paprika, Gurke, Salat. Dann wollte ich doch direkt Nachtisch vorbereiten. Trauben, Heidelbeeren, so einen Obstteller mache ich. Gleich Joghurt. In Quark wäre vielleicht auch nicht schlecht. Weiß nicht wieso, aber der Carlitos, der kauft ja jetzt immer diese kleinen Paprika. Sind die günstiger? Sind die schöner? Oder? Die Kinder mögen die mehr. Ja, aber sind die nicht viel teurer? Heute waren sie im Angebot, okay. Ingwer hat er mir mitgebracht. Ich wollte so eine, wie nennt sich das? Darmreinigung? Nennt sich das so? Nee, das war Darmleberreinigung. Ich weiß es nicht mehr. Und dafür braucht man Ingwer und ja, Brokkoli wollte ich, aber der Carlitos meinte, es würde kein Brokkoli geben. Wo warst du eigentlich? Jetzt ist der gerade draußen. Bei Kaufland? Kaufland. Ja, so sieht unser Mittagessen heute aus. Und heute Abend kochen wir ja sowieso nochmal neu. Ja, bei uns heute Samstag. Wir haben einen tollen Tag. Die Sonne scheint. Tisch habe ich gedeckt. Also jetzt sieht es gerade hier so aus. Was noch? Messer. Ach, ich habe die Brötchen alle schon aufgeschnitten, genau. Nee, bis auf eins. Weil ich dachte mir, falls einer von der Reihe tanzt, der Kinder, Melina sagt offen, ich will das selber machen. Wieso sind die schon offen, so, ne? Dann habe ich noch ein Ersatzbrötchen, genau. Ja. Gläser. Gläser, ja, für Carlitos nehme ich noch ein Glas mit. So, nehme ich euch ein bisschen mit beim Tischdecken. Also ganz einfach, ohne irgendwie Schnickschnack, ohne Deko. Ja, mache ich auch schon mal gerne. So, zum Beispiel zur Osternzeit, dass man da ein bisschen was Deko auf dem Tisch hat. Zu Halloween, Weihnachten, aber jetzt aktuell. Sonst auch gerne so zur Sommerzeit, also irgendwas Sommerliches. Ich habe so ein... kann ich euch mal zeigen, habe ich auch sehr gerne immer da so am Tisch. Kerzen habe ich auch sehr gerne auf dem Tisch, aber eigentlich eher als Dekoration. Hier das ist mir kaputt gegangen. Das S ist mir kaputt gegangen, die Lu hat es kaputt gemacht. So, jetzt sieht man es. Und der liegt aber noch hier drin. Ich dachte mir, vielleicht kann ich das Ganze noch retten. Und bekleben, ist aus Holz. Ich finde es richtig schön. Hey Dari, ich höre dich. Hm? Du müsstest doch mega müde sein. Hä? Bist du müde? Oder riechst du die Krakauer? Willst du auch einen Krakauer essen, ja? Ich spiele immer sehr gerne hier mit diesem von der Kamera, ne? Wenn ich am Filmen bin, dann versuchte da immer nachzugreifen. Hier. Zieh. Oh, Dario. Ich habe heute mal ein Kleid an. Also nichts Besonderes. Aber mir ist warm und das ist auch total bequem. So, die Krakauer dürften fertig sein. Messer und Gabel nehme ich mit.
falls jemand diese in Stücke geschnitten haben möchte. Ich glaube, der Gianni mag es sehr gerne. Oder ja, mag er sehr gerne. Aber ob er das diesmal haben möchte, weiß ich nicht. Dass man die Wurst schneidet und dann in den Brötchen reinlegen. Dann die Soßen. Muscari, das gleich gucken. Ich glaube, der möchte Senf und ich glaube, der auch Röstzwiebeln haben möchte. Hey, Dario. Ist ja kein Hotdog, ne? Aber irgendwie, vielleicht will er das ja doch. Hey, Dario. Willst du zu mir? Ich trag dich, ja? Komm raus. Kinder, Essen ist fertig. Kommt ihr? Dann kommt. Lou ist schon drin. Das hilft mir gerade ein bisschen. Da, wir sitzen. Essen. Dario auch. Kriegt der Dario auch ein Brötchen in die Hand gedrückt? Schatz, willst du das? Zum Spielen? Gib mir gleich auch was zu essen. Haben wir kein neues noch? Ich weiß es nicht. Ja, ein bisschen. Mit auch Ketchup. Wir haben gegessen, ich bin mega satt. Kinder wollen jetzt kein Eis, die wollen lieber ein Eis jetzt gleich haben. Carlitos fährt kurz zu Post. Denn wie viele Pakete? Fünf Pakete? Okay. Ja, die müssen noch mit, die zwei. Achso, das? Achso, ich dachte, du meinst zwei Pakete. Komm, geh mal zu Mama. Eis, weil wir noch Eis. Eis. Ja, Eis gibt es gleich. Komm her, Louis. Leg den Dario jetzt hin. Carlitos ist weg und die Kinder, der Gianno und die Ludi, stehen gerade am Fenster. Und sehen, wie der Papa wegfährt. Hier sind noch ein paar Sachen, die Carlos heute Morgen eingekauft hatte. Oh. Ah. So. Mama? Ja? Zwieback ist da drin. Was ist drin? Zwieback. Zwieback ist hier drin. Guck mal, hier ist eine oh, Honigmelone! Wow, cool, ne? Zwieback. Du meinst Zwieback? Ja. Also ich hole hier gestern und füge das wie rund. Das ganze Bereich. Das hier? Ja, das juckt wie Sau. Gestern Abend und es brennt. Also es riecht gerade entzündend. Und ich kann auch kaum gehen, ne? Und das? Ich muss mich mal ein bisschen hinlegen. Ja, wahrscheinlich auch. Und da ist auch was. Das ist krass. Da ist auch was. Ja. Kinder sind drin, Carlitos ist draußen, der kommt da gar nicht mehr raus. Kommst du nicht mehr weg von der Sonne? Mama, guck mal, es gibt einen Schwein und einen Marienkäfer. Tut ihr den jetzt falten? Schau mir den Marienkäfer. Gut. Ach, du bist noch draußen, mein Schatz. Ja. Was sagst du? Was? Letzte Mal? Ja. Danke schon. Heute ist noch ein ganz guter Tag. Was? Das, ne? Was letzte Mal? Na? Weiß ich nicht. Ich habe nicht nachgeschaut. Doch, ich denke schon, das war's dann. Also das letzte Mal heute. Dann genieße es. Boah, jetzt ist es richtig heiß. Ja, ein Verdeck haben wir ja dafür, ne? Ja. Müssen wir dann ja drauf machen, ne? Also erstmal das ganze Wasser muss dann raus, ne? Ja, okay. Aber das lassen wir erstmal noch ein paar Tage mal gucken. Ich denke, heute ist letzter Tag, aber... Dann verabschiede dich, Carlitos, von deinem Einhorn. Verabschiede dich von deinem Einhorn und deinem Bull. Ja, ich habe ja jetzt Geburtstag am... Wann habe ich Geburtstag? Am Samstag. Also, nicht heute, nächste Woche Samstag, am 2. September. Ja, ich dachte erst, oh, werde ich noch tolles Wetter haben an meinem Geburtstag. Aber ganz ehrlich, man hat überhaupt keine Lust so auf Feiern und sowas. Ja, ich lade auch niemanden ein. Freunde, Familie, wissen ja, wo ich wohne. Kommt vorbei, ne? So in dem Sinne. Bin zu Hause. Ja. Da liegt er wieder in der Sonne. Reifen alle zu schon. Guck mal. Ist immer so. Komm, langsam. Ja,
mir gerade ein bisschen hier die Wimpern gezupft, die hier so unten drunter so verloren waren. Ich wollte jetzt hier die Gesichtsmaske drauf machen. Spendet intensive Feuchtigkeit, Intensivfeuchtigkeit für trockene Haut. So, bin ready. Wie lange wird das eigentlich drauf? Riecht aber gut. Eigentlich eher so rosig, blumig. Ich mag es lieber fruchtiger, mag ich es lieber. Aber recht angenehm. Schaut mal, die Mama, Luisa, guck mal. Gut? Das hat Mama auf dem Gesicht. Im Gesicht. Quark? Joghurt? Hey. Pass auf, die Luisa. So, hab's wieder runtergewaschen. Carlito, ich verschwörst du? Sieht alles so mager aus. Das geht alles dem Ende zu. Und was hast du hier geschnitten? Da hinten ist ein bisschen etwas zu sehr nach dir. Okay. Gut. Ja. So. Ich wollte Melone schneiden. Ich habe auch schon angefangen. So ohne Schale. Weil die Kinder, die hinterlassen es nicht so, sondern so. Und nicht nur die Kinder, sondern auch Carlitos. Den muss ich noch entleeren. Ich mag das überhaupt nicht, sag mal wieder. Es gibt viele, die haben kein Essen. Und wir werfen das so weg. Das geht nicht. Deswegen ist die Mama jetzt auf die Idee gekommen. Schale abschneiden. Dann in Stücke hier rein. Also so in etwa. Und dann können die Kinder das so essen. Und Carlitos auch. Ich bin bestimmt bei ihm abgekommen. Ernsthaft. Kann man aber das so machen. So, ich mache die ganze Melone. Das, was übrig bleibt, kann im Kühlschrank. Riechen tut die schon mal gut. Achso, dann haben, ist uns eben aufgefallen, dass wir nicht mehr so viele Windeln haben für die Lu. Deswegen muss ich gleich noch zum DM oder zum Rossmann. Ich glaube, ich fahre zum DM. Kann ich für Dario direkt auch welche mitkaufen. So, das war's. Eine ganze Schale voll. Das Ganze direkt wegwerfen hier. Also gerade scheint die Sonne auch nicht mehr. Ich glaube, das war es jetzt wirklich. Okay, so, dann verteile ich mal Melone. Schaut mal, richtig gut, ne? Gut. Wir sind wieder zurück. Mal einen Bindel holen. Guck nur gerade, ich habe die hier reingelegt. Manche habe ich drüben. Ja, sieht okay aus. Mal ein bisschen aufgeräumt. Staubsaugt oder hat es schon gestaubsaugt? Ja, nur ein bisschen. Und soll ich schon mal Pizza machen? Wir machen Pizza heute Abend. Ja, wir haben mega Bock auf Pizza. Wir haben noch gedacht, komm, wir kochen was anderes. Weil wir hatten ja heute Mittag Krakauer, wie ihr wisst. Aber ja, heute ist uns Abend Pizza. Mit Garnelchen. Letztes Mal hatten wir ja Herzchen formen und diesmal? Wie soll ich die formen?
vielleicht vier kleine Pizzas. Ja, das wäre auch eine Idee. Drei kleine Pizzen? Mhm. Okay, dann mache ich das so. So vielleicht in so Ei-Form, weißt du? Nicht rund, sondern so ein eiförmige. Was geht's? Dünn. Okay. Also die Pizza, die sieht jetzt so aus. Kinder gehen auf den Spielplatz mit Carlitos, denn ich muss ein bisschen arbeiten. Deswegen habe ich gesagt, komm, geht alle auf den Spielplatz. Bleibt mit Dario, Dario ist gerade eingeschlafen. Und es ist eh noch ein bisschen früh fürs Essen. Dann können die Kinder mit Carlitos eine halbe Stunde weg. Und ich in 20 Minuten kann ich dann die Pizza reinstellen. Genau, ich muss ein bisschen was tun. Wollte ich auch jetzt hier das Video dann beenden. Ja, manchmal ist das dann so. Übermache ich das dann jetzt, bevor ich dann heute Abend zu lange dran sitze. Muss heute Abend nämlich auch noch ein bisschen was tun. So, ihr Lieben, ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Und wir sehen uns dann morgen um 10 Uhr. Tschüss.